Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, nennen wir es mal Remake von Easys Bastelwelt. Ich bin der Easy und werde euch heute zeigen, wie ihr dieses schöne Werbeschild, ja, so verkabelt, dass es vollautomatisch jeden einzelnen Buchstaben nacheinander beleuchtet und anzeigt und auch wieder ausgeht. Ich werde das Video wahrscheinlich in zwei oder drei Teile splitten, muss ich mal gucken, weil ich gehe auch direkt ein bisschen noch auf die Grundlagen ein und zeige euch noch, wie ihr einen Lichtschalter per Knopfdruck an- und ausbekommt. Ja, dann fangen wir mal direkt an, würde ich sagen, mit einem Lichtschalter. Dafür gehen wir mal auf die Seite hier. Nehmen uns mal. Ja, das sollte passen. Ein bisschen Platz hier, weil ich so ein bisschen. Ja, ist der Eingang. So, dann fangen wir mal an. Zuallererst brauchen wir mal ein Ziel, wo es hingehen soll. Dafür nehmen wir uns mal eine Redstone-Lampe. Würde ich mal sagen, hier hin. Ah, zwei Blöcke weiter, hier hin. So, und ein Startpunkt. Das ist in dem Fall, gehen wir mal nach hier. Das ist unser Startpunkt und hier soll später das Licht ankommen und auch direkt anbleiben. Ja, dann verbinden wir mal direkt die Redstone. So, ganz einfach, dieser Knopf sendet halt nur ein, ja, einen kurzen Impuls, sage ich jetzt mal, der, ich glaube, 2 bis 3 Sekunden dann hält. Können wir mal kurz sehen, Moment. 1, 2, ja, 2 Sekunden knapp. Das heißt, der Knopf wird, die Lampe wird im Endeffekt nicht komplett anbleiben. Ich kann das hier mal kurz verbinden. So, an und wieder aus. Nicht, man könnte es zwar jetzt mit dem Hebel machen, aber sieht halt in manchen Wohnungen oder Gebäuden halt etwas blöd aus, wenn man diese riesen Hebel hat. So, dann können wir auch schon einen Block setzen. Hier oben einen Redstone-Verstärker oder allgemeinen Repeater genannt. Wobei, ja, Pega, ein, zwei, drei nach vorne. So, und hier den Repeater drauf. So, was müssen wir danach machen? Wir setzen im Boden eine Redstone-Fackel. Die wird jetzt, macht jetzt gerade noch gar nichts. Dafür ist später dieser Block, den ich jetzt gerade gesetzt habe, zuständig. Damit der funktioniert, setzen wir rechts und links zwei Kolben hin, die den Block im Endeffekt später hin und her schieben werden. Und oben noch zwei Fackeln. Red, seht schon. So. Das war es auch schon fast. Können wir jetzt mal ganz kurz starten. So, da dieser Impuls jetzt nach hier gekommen, hier dran gekommen ist, an diesen Redstone-Block, hat die Fackel kurz ausgesetzt. Die Fackel war ja trotzdem noch an, hat diesen Kolben betätigt und den ausfahren lassen, während der hier natürlich eingefahren ist. Mach ich das hier jetzt nochmal. Sieht das an, ist das natürlich andersrum. Ist im Endeffekt so ein Flip-Flop-Schalter, kann man ganz einfach nennen. So, und dadurch, dass halt dieser Block jetzt nach hier geschoben worden ist, kriegt er von dieser Redstone-Fackel einen Impuls, gibt den an den Block weiter und der Block kann man sich dann quasi wie so ein Redstone-Block vorstellen, gibt den Impuls direkt weiter. Dann verbinden wir das nur noch. So wird das allerdings jetzt nicht funktionieren, weil der Impuls wird ungefähr bis, ich glaube, bis hierhin ungefähr gehen. Gucken wir mal. Machen. Ja, knapp. Eins weiter. Und kommt, wird jetzt gar nicht ankommen. Deswegen müssen wir nochmal einen Repeater setzen, der verstärkt das Signal nochmal von neuem. Wie ihr seht, ich kann mal kurz, Moment. Time set night. So. Aber ein wunderschönes, ja, ein wunderschöner Hintergrund. Und es funktioniert. Wunderbar. So, das können wir dann auch direkt 1:1 übertragen in unseren zukünftigen, in unsere zukünftige Schaltung. Das ist unser Zielpunkt, da müssen wir irgendwann hin. Und hier ist der Startpunkt. Jetzt mal den Knopf hier hin. Gehen wir überirdisch oder unter? Ich würde sagen, wir gehen unterirdisch. Bisschen frei hier. Times Day, damit ihr auch was seht.
Ja, danke nochmal übrigens an Starsky87. Er hatte mir empfohlen, das Video nochmal neu zu machen, weil halt doch für manche nicht wirklich ersichtlich ist, was ich hier mache. Also ersichtlich schon, aber sie verstehen es halt noch nicht, weil die Redstone-Grundkenntnisse, weil die Kenntnisse an sich überhaupt fehlen. Da danke nochmal für den Hinweis und da werde ich natürlich gerne drauf eingehen. Auch wenn ich heute etwas müde bin. Aber das tut man nicht alles. So, hier nochmal ein. Kommt das Signal hinten an? Müsste er eigentlich. Ich gucke mal. Ja, sah ganz gut aus. So, wir setzen mal hier noch einen hin und bauen dann hier direkt noch schnell den Schalter auf. Das wäre 1, 2, der Repeater hier vorne dran. Die Redstone-Fackel. Halt, hier einen klebrigen Kolben. Hier einen klebrigen Kolben. Nein. Ach Mann, was ist los hier? So, die Redstone-Fackel rechts, links. Oben drüber. Und zu unserem späteren Zielpunkt. So, natürlich müssen wir das auch noch verbinden. So, das müsste jetzt immer soweit passen. Achtet übrigens direkt, kann ich euch sagen, entweder geht ihr, wenn ihr dieses Werbeschild habt, habt ihr hier hinten einen großen freien Raum, oder ihr baut diese Schaltung irgendwo unterirdisch, weil ihr seht, sie braucht doch ein bisschen Platz, oder werdet es noch sehen, sagen wir mal so. So, des Weiteren wollte ich euch noch kurz gezeigt haben, Impulse und Verstärkungen. Ist halt auch für gleich wichtig. Na, gucken, vielleicht kriege ich sogar alles in einem Video heute reingepackt. Wird es halt ein paar Minuten länger. Ordnung muss sein, deswegen ziehe ich auch mal einen schönen Zaun hier drin. So. Ja, dann machen wir das machen wir ganz einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nehmen wir mal 7 Schaltungen. Normale Ausgangsstellung. Hat, ich meine, 9 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt machen wir einen Glowstone hin, um das auch zu überprüfen. Machen wir noch einen 10. dazu. Nee, doch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17. Ja, auf 17 hoch. Ich weiß es um ehrlich zu sein selber nicht mehr. Die kommen doch ganz gut weiter. Haben die wahrscheinlich in Minecraft was umgeändert und ich weiß davon auch nichts. Ja gut, aber da wir das ordentlich und gewissenhaft machen, zählen wir das jetzt auch mal genau ab. Bis wohin kommt das Signal denn? Ja, ich meine, ich habe es bis hierhin gesehen. Na, mal schauen. Ja, eins zu früh. Hierhin. Ich wär, hätte natürlich auch einen Hebel dran setzen können. Wäre eigentlich viel einfacher. Ja, tatsächlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke. Plus das Zielobjekt. Also bis zu 16 Blöcke kann man gehen. So, und das natürlich dann mit dem Repeater. Wenn ich hier einen Repeater einsetze, geht dasselbe nochmal von neue 15 Blöcke nach vorne. Da werden sich vielleicht die ein oder anderen fragen. Ich setze mir mal direkt so einen Hebel. Ist einfacher. Wozu sind diese einzelnen Stellungen gut, die man hier hat? Diese einzelnen Ticks, so nenne ich sie zumindest. Damit kann man so eine Art Zeitverzögerung, um es ganz simpel zu erklären, erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt den auf der Stufe 0 lasse, geht das Signal so durch und die Lampe fängt an zu leuchten. Direkt. Setze ich jetzt, nehmen wir mal direkt die höchste Stufe. Seht ihr, es ist gleich zeitverzögert. Wenn ich die natürlich hintereinander setze, so, 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 kann ich natürlich die einzelnen Ticks erhöhen. Ihr seht, jetzt dauert es die ganze Zeit, bis die Lampe an ist. So. Das wären eigentlich auch so die ja, die Grundsachen, die man so ein bisschen verstehen muss. Wie das noch genau läuft, wie das Redstone berechnet wird von, ich glaube, Norden, von Osten nach Westen. Da werde ich noch in einem separaten Video drauf eingehen. Das ist jetzt erstmal nur für die Grundlagen, dass ihr in der Lage seid,
und es auch so versteht, wie man diese Schaltung hinten baut. So. Dann fangen wir mal an mit der Schaltung. Zuallererst würde ich sagen, verbinden wir, ich habe jetzt schon mal einen Hebel hin, die ganzen einzelnen Buchstaben miteinander. Hierbei ist natürlich zu beachten, dass gewisse Materialien nicht gelten. Gras zum Beispiel und Dreck gehören nicht dazu, Steine allerdings schon. So, dann gehen wir mal nach hier unten, setzen hier ein Signal hin. Ihr müsst nicht, halt, was mache ich denn da? Ihr müsst übrigens nicht jede einzelne Lampe ansteuern, wie ihr seht. Diese eine Lampe, wo das Signal ankommt, gibt einen Impuls, eins nach oben, eins nach rechts, eins nach links und eins nach unten. Dementsprechend habe ich mit einer Lampe direkt drei Lampen verkabelt. Da muss man jetzt ein bisschen basteln, wie man es macht. Gucken, vielleicht werde ich vorspulen, vielleicht auch nicht, dass das nicht zu langweilig wird. So, da haben wir die beiden schon. Ja, so war schon. Muss man jetzt, wie gesagt, ein bisschen basteln. Ein bisschen, ja, sein Erfindungsgeist, nenne ich ihn jetzt mal, ja, freien Lauf lassen. So, jetzt müsste man den unteren Part haben, tatsächlich. So, dann können wir auch direkt von hier aus nach oben gehen. Das passt auch. Dasselbe nochmal nach rechts. Zack, zack. Da müsst ihr, sehe ich gerade, natürlich aufpassen, dass ihr mit diesem Stein euch nicht die Redstone-Schaltung unterbrecht. Also immer schön alles freilassen. Okay. So. Die verbinden wir jetzt noch einmal. Hier ein, hier ein. Und dann müsste das eigentlich passen. Alles komplette Buchstabe leuchtet. Und geht auch wieder komplett aus. Genau, da fällt mir gerade noch was ein. Das zeige ich euch jetzt auch direkt noch. Ja, nehmen wir mal an, das hier hinten ist unser Ziel. Wir setzen hier vorne einen Hebel dran. Soll nach hinten verbunden werden und die hat jetzt so ein paar Abzweigungen. Passt auf, dass ihr euch nicht in irgendeiner Art und Weise die Repeater oder die Redstone-Schaltung im Kreis setzt. Sonst passiert es nämlich, ihr seht, es geht nicht mehr aus. Weil das Signal kommt nach hier, geht einmal über diesen Repeater nach hier und dann ja, bildet somit quasi einen kompletten Kreis, einen geschlossenen Kreislauf und ihr kriegt nicht mehr aus. Also passt da auf, dass ihr euch da nicht in irgendeiner Weise verknotet. Aber das haben wir ja hinten nicht gemacht. Gut, hier jetzt geht's, passt es gerade. Aber sobald ihr den Repeater damit reinsetzt, wird das Signal gespeichert und geht einmal drumherum. Also sprich einmal im Kreis. So, während ich jetzt die anderen ja, schnell fertig mache, denke ich mal, werde ich vorspulen. Ist vielleicht etwas einfacher. Sollte mir zwischendurch schon was einfallen, werde ich natürlich wieder etwas langsamer dran gehen. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, ihr seht, die Schaltung ist mittlerweile fertig. Ich werde es auf jeden Fall vorspulen lassen. Da könnt ihr zur Not immer noch mal auf Pause drücken, wie ich was verkabelt habe. Man kann es auch anders machen. Ist immer, ja, ich würde schon fast sagen, wie man gerade die Idee hat, wie man es verkabeln sollte. Ist von Schaltung zu Schaltung unterschiedlich. Also man könnte jetzt auch mit Redstone-Fackeln arbeiten, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen, das zu erklären. So, wenn ich das jetzt von hier aus einfach verbinden würde und wieder zurücklaufen lassen würde, würde das nicht viel bringen, weil dann würden alle Buchstaben gleichzeitig angehen. Und das wäre jetzt nicht sonderlich förderlich. Dementsprechend müssen wir jeden einzelnen Buchstaben
Ich mache mal wieder Times Day, wie wir das sehen. War auch so ein Problem, was der Starscream angesprochen hat. Danke nochmal. Ich habe das komplett im Nachtmodus gezeigt. Ist etwas blöd, weil man sieht immer weniger. So, dafür benutzen wir jetzt auch die Repeater direkt. Denn beim ersten Signal kann das Signal direkt so ankommen. Weil der Buchstabe geht so oder so an. So, dann gehen wir hier. Dann kann man eigentlich auch so machen. Wir beginnen jetzt mit, ja, das zeitlich abzustimmen. Ich persönlich setze dafür immer 10 Repeater, falls ich da mal zeitlich was umändern möchte. 3, 4, 5. Und wieder 5 zurück. So, den ersten versetze ich mal um, ja, 2 Ticks, würde ich sagen. So. Der geht dann natürlich nach hier hin. Und erst den zweiten Buchstaben beleuchten. Von da aus direkt wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder 5 zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Ist jetzt die Sache, man kann es jetzt in zwei Arten machen. Entweder springen die alle gleichzeitig an, das heißt, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ich setze sie wieder um 2 Ticks zurück. Müssen wir gleich mal austesten. Sollte ich da einen Fehler gemacht haben, ich natürlich gleich direkt korrigieren. So, und den, somit haben wir direkt den ersten Buchstaben, der geht direkt drauf, den zweiten Buchstaben, den dritten Buchstaben, das L, immer. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5. Redstone. Und 1, 2, 3, 4, 5. Wieder 1, 2. Und wieder verbinden. Ich persönlich setze immer noch hier einen mit bei, bei den meisten Schaltungen. Einfach damit die auch wirklich sichergestellt ist, dass es überall ankommt. Hier ist es so die Standard, ist es egal, aber bei denen, die einen etwas längeren Weg haben, ist mir das lieber. Wobei, wir haben ja eben gesehen, die Reichweite der Blöcke müsste eigentlich ausreichen. So, Moment, wo sind wir jetzt? Genau, hier. Wieder 1, 2, 3, 4, 5. Redstone, 1, 2, 3. Und wieder 5 zurück. 2 aufdrehen. Und verbinden. So, können wir eigentlich direkt mal austesten, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. 4. Noch 2 Repeater dazwischen. Hier. Und hier und hier. Dann ist nochmal dunkel. Time set 9. Was mache ich denn? So. So, Trommelwirbel. 1, 2, 3, 4. Sehr schön, alles richtig gemacht. Aber wie ihr seht, leuchtet das jetzt durchgehend. Das wollen wir ja ändern. Time set day. Machen wir den Schwierigkeitsgrad mal wieder aus. Und es geht natürlich auch wieder sehr schön. So. Was müssen wir tun? Tun, ja, natürlich. Was müssen wir tun, damit das wieder Impuls zurückgibt, dass es wieder ausgeht, automatisch. Zuerst einmal gehen wir mal von hier, ja doch, von hier aus können wir eigentlich gehen. Zurück, jetzt überlege ich gerade, gehen wir oben lang oder halten wir uns am Boden? Braucht man eigentlich nicht mehr, wir haben ja die Zeitschaltuhr, oh, genau, dann gehen wir direkt zurück. Ihr seht jetzt schon, wir brauchen da schon ein bisschen mehr Platz. Jetzt natürlich versuchen, so dicht wie möglich zu bauen. Da kann man eigentlich auch noch, ja, bis nach hier gehen. So, und ich persönlich habe jetzt 20 Repeater hintereinander gesetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 10 zurück. Das dient jetzt der Feineinstellung im Endeffekt. Damit könnt ihr jetzt, sobald der Impuls hier hinten ankommt, also der letzte Buchstabe beleuchtet wird, könnt ihr damit einstellen, wie lange die Buchstaben leuchten. Ihr könnt auch anstatt 20, 30 oder 50 meinetwegen hinsetzen
und die ja, nach eurem Zeitgefühl, wenn ihr sagt, ich möchte, dass das Schild ungefähr immer eine Minute leuchtet, müsst ihr natürlich mal einiges mehr aufdrehen. Ich drehe es jetzt mal alle 20 Repeater auf. Jetzt müssen wir mal gucken. Drehen wir mal die komplett auf und ja, damit ihr seht, wie lange das ungefähr dauert. So, und dann sind wir dann auch schon wieder am Ziel angekommen. Wir hätten jetzt aber auch noch ein paar nach in die Richtung setzen können, aber ich mache es jetzt einfach, um euch zu zeigen. So, dann müssen wir mit dem Signal wieder zurück. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, weil ich hatte eben euch schon gezeigt, wenn das Signal jetzt hier ankommt, Repeater, habe ich einen durchlaufenden Kreis drauf, da kann ich vorne auf den Knopf so oft drücken, wie ich möchte. Ich kriege das nicht mehr aus. Das Problem habe ich ganz einfach im einfachsten gelöst, indem ich mir einen, halt, komm mal ein bisschen näher ran, so, ja, erstmal einen klebrigen Kolben hingesetzt habe. Jetzt muss ich selber gucken, dass ich hier keinen Fehler mache. Einmal die Redstone-Verbindung hinsetze. Halt, der muss übrigens damit verbunden werden. Gut, das passt. Jetzt gibt er gerade ein permanentes Kreislaufsignal. So, jetzt seht ihr das schon. Moment, wenn ich das richtig mache. Ja, gerade noch so in der letzten Sekunde. Ja, jetzt habe ich schon diese Kreislaufschaltung. Gehe hier zurück. Ihr seht, es bleibt immer noch aus. Gehe zurück und wieder an. Zehn. Also jetzt läuft es komplett im Kreis. Ja, ich werde jetzt einfach der einfacher halt halber mal, um euch mal kurz zu erklären, was ich jetzt hier gemacht habe, das mit dem Hebel machen. So. Ihr seht ja, jetzt läuft das die ganze Zeit im Kreis. Sobald dieser Redstone-Block in dieser Position hier ist, ja, gibt er ein Signal ab, ein permanentes, was es einmal im Kreis laufen lässt. Sobald dann wieder hier ist, das Signal, schmeißt ihr den Block nach vorne, unterbricht das Signal und das geht wieder quasi zurück. So, wenn ich jetzt mit diesem Flip-Flop-Schalter, den ich hinten gebaut habe, den drücken würde, würde ich quasi diesen, ja, Kreislauf unterbrechen. Er gibt ein permanentes Signal ab, nach hier. Der Redstone-Block fährt aus und bleibt in dieser Position stehen. Das heißt, hier kommen keinerlei, ja, keinerlei Impulse mehr durch und es steht alles auf Null. Würde ich jetzt simuliert den Hebel vorne wieder, den Knopf vorne wieder drücken, fährt er zurück, gibt den Impuls wieder frei und alles beginnt von vorne. Ja, das können wir jetzt gleich auch mal machen. Ich habe euch jetzt einmal gezeigt, damit ihr versteht, was hier hinten passiert. So. Das können wir später auch noch verschönern. Ich werde euch auch in einem späteren Video zeigen, wie ihr das so ein bisschen verdeckt bekommt, dass das nicht mehr hier oben so, ja, offen rumsteht. Weil derzeit müssen wir das jetzt so lassen. Wenn ich jetzt hier einen Block hinsetze, unterbricht ja das Signal. Das werde ich nochmal dann. Übrigens, verzeiht mir, dass ich hier nicht im Shader baue, weil erstens mal frisst es bei mir derzeit gut Leistung. Ich weiß nicht, was mit meinem Laptop los ist. Und zweitens, ich finde, zum Bauen für so Redstone-Schaltungen ist es besser, wenn man es im normalen Modus sieht. So. Und es läuft natürlich. Allerdings jetzt kann ich euch für die Zeit, wie es läuft, einmal ein bisschen Shader zeigen. Benutze das Zeus Ultra. Times at Night. Alles dunkel. Und wie gesagt, die Zeiten könnt ihr natürlich separat jederzeit. So, jetzt bleibt es permanent aus. Weil, hab's euch ja gezeigt, hinten kommt das Signal jetzt an, schiebt den Redstone-Block nach vorne und es passiert nichts mehr. Drücke ich jetzt wieder auf den Hebel drauf, jetzt muss ich die Mitte finden, ja, dann sollte es eigentlich passen. Und ihr seht, alles läuft wieder ohne Probleme von vorne. Ich hoffe, ich habe es diesmal ein bisschen verständlicher erklärt, etwas einfacher. Ist zwar ein bisschen länger geworden, aber ich schätze mal, es war einigermaßen verständlich. Solltet ihr weitere Wünsche haben, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder ähnliches, schreibt es mir in die Kommentare rein unten. Ich
oder auf meine Facebook-Seite, steht alles im Link drinne. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, jetzt habe ich's. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Easy.